Das Finanzamt bittet die Rentner zur Kasse. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Jutta Martin hier. Ja, wir haben ja gegenwärtig diese Riesendiskussion um die doppelte Besteuerung der Rente und da werden ja Urteile erwartet. Ich habe keine Glaskugel, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas sich zum Positiven wenden wird. Gehen Sie erstmal davon aus, dass alles so bleibt beim Alten. Ja, es werden immer mehr Rentner aufgefordert, ihre Steuererklärung abzugeben, weil die meisten sich ja natürlich nicht auf ihren Rentenbescheiden diese Hinweise zur steuerlichen Behandlung der Renten durchlesen. Und die Finanzverwaltungen, die haben ja die Zahlen von den Renten alle da. Und dann warten sie eben so lange, bis es richtig teuer wird. Richtig teuer. Ich zeige Ihnen mal anhand eines Beispiels, was da so im Laufe von 4, 5 Jahren zusammenkommen kann an Nachzahlung, ohne die Säumniszuschläge oder Verspätungszinsen zu rechnen. Bleiben Sie dran, ich habe Ihnen alles schön ab Jahr 2016 dokumentiert, falls Sie auch so einen Brief ins Haus geflattert bekommen, wie Sie sich verhalten sollten. Das Finanzamt bittet Rentner zur Kasse. Das zeige ich Ihnen jetzt, meine lieben Zuschauer. Es werden in der letzten Zeit verstärkt Rentner angeschrieben und zur Abgabe der Steuererklärung ab 2016 aufgefordert. Es ist ja nun leider eine Tatsache, dass die Anzahl der steuerpflichtigen Rentner von Jahr zu Jahr zunimmt. Ich möchte Ihnen dabei helfen, dass Sie vorbereitet sind und falls Sie auch zu diesem Personenkreis gehören sollten, die so einen Brief nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft. Ich habe Ihnen hier mal ein Schreiben, ist jetzt nun nicht ganz gerade, ist egal, Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung, habe ich hier mal ein Schreiben hier reingezogen und da steht drin, ist eben in diesem Fall bis 23.03., also das ist ganz aktuell, wird dieser Steuerpflichtige aufgefordert, für die Jahre 2016 bis 2019 eine Steuererklärung einzureichen. Ja, das ist relativ kurzfristig, aber im Prinzip steht ja auf jedem Rentenbescheid, dass man sich um seine steuerlichen Belange selber zu kümmern hat. Ich habe jetzt mal hier rot unterstrichen, dieses Schreiben verlängert keine bereits abgelaufene Frist und dann weist das Finanzamt vorsorglich darauf hin, dass wegen Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Steuererklärung gemäß der Abgabenordnung ein Verspätungszuschlag festgesetzt wird und der Verspätungszuschlag eben unter anderem von der Dauer der Fristüberschreitung abhängig ist und gleichzeitig wird auch hier ein Zwangsgeld angedroht. Das ist natürlich ganz schön heftig, wenn Sie jetzt als Rentner so sich nie um die Sachen gekümmert haben und dann auf einmal so einen Brief bekommen. Ja, ich zeige Ihnen jetzt am Beispiel meines Rentners Willi Weise, welche Vordrucke Sie auf alle Fälle benötigen. Der eine oder andere von Ihnen wird meinen Beispielrentner Willi Weise schon kennen. Der Willi Weise, der ist jetzt bis 2018 noch verheiratet und 2019 verstirbt die Frau und dann ist er verwitwet. Dann haben wir noch ein Beispiel, denn ab 2019 mit der Witwenrente, das zeige ich Ihnen. Wir beginnen mit dem Hauptvordruck. Oder viele kennen ihn auch unter dem Begriff Mantelbogen. Der ist für 2016, 17 und 18 gleich. Er umfasst 4 Seiten. Auf der ersten Seite machen Sie hier oben das Kreuz bei Einkommensteuererklärung. Hier geben Sie eine Steuernummer ein. Wenn Sie eine Aufforderung bekommen haben, da steht da auch schon eine Steuernummer drin, dann geben Sie den Namen Ihres Finanzamtes an. Ich habe in dem Fall das Finanzamt Brandenburg gewählt. Hier haben wir die persönlichen Daten von dem Willi, Adresse, Geburtsdatum, keine Religion oder evangelisch, römisch, katholisch, was für sie zutrifft. Er ist verheiratet seit 1970, seine Ehefrau Waltraud ist 1945 geboren und sie hat auch keine Religion. Dann haben wir auf der Seite 2 eigentlich keine Angaben zu machen. Da steht ja nur drin, wenn Sie jemand bevollmächtigen, also ein Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein, an wen der Bescheid gesandt werden soll. Auf der Seite 3 tragen wir die 50 Grad der Behinderung von dem Willi Weise ein. Er ist seit 2011 eben in diesen Grad der Behinderung eingestuft worden und zwar unbefristet. Wenn die Ehefrau jetzt auch Anspruch auf einen Behindertenpauschbetrag hätte, dann würde das hier erfasst werden. Hier
Tragen Sie andere außergewöhnliche Belastungen ein? Das sind zum Beispiel die gesetzlichen Zuzahlungen, Arztbehandlungskosten, Zahnarzt, Brille, Kurkosten, was Sie alles so für Ihre Gesundheitserhaltung an Rechnungen haben. Aber alles, was ärztlich verordnet ist. Wenn Sie jetzt eine Mietwohnung haben, bekommen Sie ja eine Nebenkostenabrechnung oder Betriebskostenabrechnung. Da erfassen Sie hier die haushaltsnahen Dienstleistungen und die Handwerkerleistungen. Wir haben in dem Fall nur eine Schornsteinfegerrechnung. Die wird hier eingetragen unter Handwerkerleistungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was sind Handwerkerleistungen, was sind haushaltsnahe Dienstleistungen, dann fassen Sie alles in einer Zeile zusammen. Das ist auch in Ordnung. Ja, und auf der Seite 4, ganz unten links, tragen Sie Datum und Unterschrift ein. Das war es im Prinzip zum Mantelbogen. Dann brauchen wir die Anlagevorsorgeaufwand. Die Anlagevorsorgeaufwand ist eine Anlage für das Ehepaar insgesamt. Hier der Ehemann, hier die Ehefrau. Und dann haben wir hier die Krankenversicherungsbeiträge aus den Renten und hier die Pflegeversicherungsbeiträge. Wenn Sie mehrere Renten haben, auf denen Sie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen müssen, dann addieren Sie diese Zahlen zu einer hier zusammen. Krankenversicherung, Pflegeversicherung. So, das war die Seite 1, Anlagevorsorgeaufwand. Auf der Seite 2, da brauchen wir hier in dem Fall oben nichts einzutragen, aber hier unten in Zeile 50 kommen die Beiträge zur Unfallversicherung und alle Arten von Haftpflichtversicherung, also private Haftpflicht, Autohaftpflicht, Motorhaftpflicht, Hundehaftpflicht, Bootshaftpflicht und was es da so alles gibt. Und falls Sie haben eine Versicherung, die das Todesfallrisiko absichert, also eine Risikolebensversicherung oder eine Sterbegeldversicherung, die tragen Sie hier alle in einer Summe zusammen. Dann kommen wir zu der Anlage R für Rente. Wir haben also die Anlage R für Rente, die muss für jeden Ehepartner gesondert ausgefüllt werden. Wir haben jetzt hier die von dem Willi. Er bekommt hier seine Altersrente, da ist die Jahresbruttorente enthalten, der Anpassungsbetrag und Beginn der Rente. Er bezieht eine Rürup-Rente, das sind diese 1200 Euro, und er bezieht eine ausländische gesetzliche Rente aus der Schweiz, die kommt hier rein. Auf der Seite 2 kommt hier oben die Riester-Rente rein. So, dann haben wir hier die Anlage R für die Waldraut. Die hat nur ihre Altersrente. Da kommt hier der Jahresbruttobetrag rein, der Anpassungsbetrag und der Beginn der Rente. Das war im Prinzip für die Jahre 2016 bis 18. Wenn Sie keine weiteren Einkünfte haben, dann brauchen Sie also nur diesen vierseitigen Hauptvordruck oder Mantelbogen, auch genannt, die Anlage Vorsorgeaufwand und für jeden Ehepartner eine Anlage R. 2019 hat dieser Hauptvordruck oder Mantelbogen nur noch zwei Seiten. Auf der Vorderseite kommen die Angaben wie schon gehabt, die persönlichen Angaben, Steuernummer. Hier oben machen Sie das Kreuzchen bei Einkommensteuererklärung. Und jetzt steht hier verwitwet seit dem 11.09.2018. Auf der Seite 2, da wäre jetzt hier eben diese Vollmacht auszufüllen, Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein. Und hier unten, das ist nicht mehr ganz zu sehen, aber da kommt die Unterschrift hin und das Datum. Wir haben ja gesagt, der Willi Weise hat Grad der Behinderung von 50. Den tragen wir jetzt auf einer gesonderten Anlage ein. Dafür gibt es jetzt eine Anlage außergewöhnliche Belastungen. Wir hatten den vorher auf Seite 3 im Mantelbogen. Seit 2019 gibt es dafür eine gesonderte Anlage. Und hier unten würden Sie jetzt erfassen Ihre Krankheitskosten, wie ich eben schon erwähnt habe. Also alles, was ärztlich verordnet ist, Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Kurkosten, Pflegekosten, behinderungsbedingte Aufwendungen, das erfassen Sie alles hier. Wenn Sie das jetzt alles hier nicht reinbekommen, dann machen Sie sich eine Auflistung und schreiben laut Auflistung und dann den Betrag. Und hier müssen Sie natürlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Zahnbehandlung hatten, eine aufwendige, und haben eine Zahnzusatzversicherung und Sie haben da, was weiß ich, 5.000, 6.000 Aufwendungen gehabt, Euro, und bekommen da 1.000, 2.000 Euro von Ihrer privaten Krankenzusatzversicherung wieder, dann müssen Sie das natürlich hier eintragen.
Ja, der Schornsteinfeger, der hat jetzt auch eine eigene Anlage, kommt auch nicht mehr auf den Hauptverdruck, sondern wir haben jetzt eine gesonderte Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. Hier würden Sie jetzt eintragen, wenn Sie einen Minijobber in Ihrem Privathaushalt beschäftigen würden. Und hier kommen denn diese Positionen aus der Betriebskosten- oder Nebenkostenabrechnung rein, wenn Sie Mieter sind. Und wenn Sie Wohneigentum haben, dann tragen Sie hier Ihre Handwerkerrechnungen ein. Sie müssen hier bei den Handwerkerrechnungen den gesamten Rechnungsbetrag eintragen, habe ich jetzt in dem Fall vergessen, und darin enthaltene Lohnkosten, An- und Abfahrt und Mietkosten für Maschinen. So, die hat auch nur eine Seite, diese Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. Dann kommen wir zur Anlage Vorsorgeaufwand. Das ist ja die Seite 1. Und wer jetzt aufmerksam alles verfolgt hat, der wird feststellen, dass die auf einmal ein bisschen anders aussieht. Wir haben nämlich jetzt hier überall diese Es und E, das ist hier oben erläutert. Daten für die mit E gekennzeichneten Zeilen liegen im Regelfall vor und müssen, wenn sie zutreffend sind, nicht ausgefüllt werden. Also das sind alles Zahlen, die der Finanzverwaltung bereits vorliegen. Wir haben jetzt ja den Willi Weise nur noch alleine, er ist verwitwet, also kommt hier bei der Ehefrau, kommen da natürlich keine Angaben mehr rein. Hier kommen jetzt seine gesamten Krankenversicherungsbeiträge aus all seinen Renten rein und hier alle Pflegeversicherungsbeiträge aus seinen Renten. Dann haben wir die Seite 2. Da haben wir, wo habe ich sie? Hier unten die privaten Versicherungsbeiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die werden dann hier addiert. Und so wie eben schon erläutert, also alles, was Haftpflichtversicherung ist, Unfallversicherung, Versicherungen, die den Todesfall absichern, also Risikolebensversicherung oder Sterbegeldversicherung, das tragen Sie hier ein. Dann haben wir die erste Anlage R, Seite 1. Und da haben wir jetzt hier seine Altersrente, das ist der Bruttojahresbetrag von 2019, der Anpassungsbetrag und der Beginn der Rente. Und hier haben wir seine Rürup-Rente. Nee, Entschuldigung, das ist die, doch Rürup-Rente, ja. Auf Seite 2 kommt hier die Riester-Rente rein. Wir können hier nur zwei Renten angeben. Deswegen brauchen wir noch eine zweite Anlage R. Hier erscheinen dann die 3000 Euro ausländische Rente aus der Schweiz. Und hier erscheint jetzt die Witwenrente. Da die Frau verstorben ist im Jahr 2018 und er 2019 erstmalig seine Witwenrente bezogen hat, ist natürlich jedoch keine Rentenanpassung vorhanden. Ja, das war im Prinzip jetzt zu dem Jahr 2019. Wir brauchen also den Hauptvordruck, der nur noch zwei Seiten hat. Wir brauchen eine gesonderte Anlage, außergewöhnliche Belastungen, sofern Sie darin Angaben zu machen haben. Also wenn Sie Anspruch auf einen Behindertenpauschbetrag haben oder hohe Arztkosten und Apothekerrechnung und sowas haben, dann brauchen wir die Anlage haushaltsnahe Aufwendungen für bestimmte Positionen aus der Betriebskostenabrechnung oder wenn Sie Wohneigentum haben, eben Ihre Handwerkerleistungen. Dann brauchen wir die Anlage Vorsorgeaufwand, um die Versicherungsbeiträge, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und sonstige Beiträge wie Unfall- und Haftpflichtversicherung zu erfassen. Auf der Anlage R erfassen wir die Renten. In dem Fall brauchen wir zwei Anlagen R, aber das war's denn. Ja, wenn Sie natürlich jetzt noch Vermietung haben und andere Dinge, dann brauchen Sie noch mehr Anlagen. Ab 2019, gibt es für Rentner auch eine vereinfachte Steuererklärung. Da wurde ein Pilotprojekt gestartet für die Länder Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen für einfache Steuerfälle. Man nennt dies auch Amtsveranlagung, weil man da wirklich nur ganz, ganz wenige Angaben machen braucht. Also ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Das ist nur ein Blatt mit Vorder- und Rückseite. Und die Zahlen brauchen Sie im Prinzip gar nicht einzutragen, aber Sie sollten dann natürlich im Nachhinein den Steuerbescheid ja ganz exakt prüfen. Das war jetzt für die Jahre 2016 bis 2019. Ab 2020 gibt es wieder ganz andere Vordrucke. Ich habe da in der Folgenwoche ein Video zugemacht. Ich habe
einen Leitfaden erstellt für Rentner, die ihre Steuererklärung selber machen möchten und sich das zutrauen. Ich habe hier einen Leitfaden mit Anleitungen, mit Abbildung der einzelnen Vordrucke, der einzelnen Schritte, was Sie beachten müssen. Den können Sie käuflich erwerben für 9,99 Euro. Er wird über den Zahlungsanbieter Digistore24 ausgeliefert. Der kümmert sich um die Bezahlung und Auslieferung. Und ansonsten, ja, kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, sich diesen Leitfaden für 9,99 Euro zu sichern. Ich will Ihnen jetzt nochmal ein konkretes Beispiel zeigen. Ich hatte ja in der vorigen Woche einen Fall, wo ein Rentner auch aufgefordert wurde, also in dem Falle eine Rentnerin, die Altersrente und Witwenrente bekommt und noch eine kleine Betriebsrente. Ich war selber erstaunt, wie viel an Nachzahlung zusammenkommt. Also sie hatte wenig abzusetzen, sie hatte nur eine private Haftpflichtversicherung und eine private Unfallversicherung und eine einzige Schornsteinfegerrechnung. Sie muss also für die ganzen Jahre natürlich nachzahlen und das sind für die 5 Jahre insgesamt 3.081 Euro. Das ist schon ein ganz schöner Hammer und ja, wenn sie das so plötzlich trifft, ja, dann fallen sie aus allen Wolken und wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen. Behalten Sie einen klaren Kopf und denken Sie daran, dass dem Finanzamt Ihre Zahlen alle vorliegen. Also Sie brauchen da auch nichts wegzulassen, nicht zu schummeln und gar nichts. Ich will Ihnen nur dabei helfen, mit diesem Video ja die Augen zu öffnen, Sie ein bisschen darauf vorzubereiten, im Fall Sie in den nächsten Tagen oder Wochen auch so eine Aufforderung in Ihrem Briefkasten haben. Ja, und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch mal kurz sagen, womit Sie Ihre Steuerlast senken können. Auf jeden Fall mit einem Behindertenpauschbetrag. Wenn Sie irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt sind und noch keinen Antrag bei Ihrem zuständigen Versorgungsamt gestellt haben, dann machen Sie das auf jeden Fall. Der Behindertenpauschbetrag senkt Ihre Steuerlast. Dann eben außergewöhnliche Belastungen. Da Sie am Anfang des Jahres noch nicht wissen, wie viel zusammenkommt, fangen Sie gleich im Januar an, alle Belege zu sammeln. Also alles, was ärztlich verordnet ist, nicht was Sie in der Apotheke bar kaufen. Alles, was ärztlich verordnet ist, Arztrechnungen, Zahnarztbrille, Zuzahlungen bei Krankenhaus, bei Transport, bei Haus, Heil- und Hilfsmitteln und was es da noch so alles gibt. Und natürlich mit haushaltsnahen Dienstleistungen. Also wenn Sie jetzt, viele haben nicht mal eine Nebenkostenabrechnung, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sich einen neuen Kleiderschrank oder irgendwas kaufen an Möbeln, lassen sich das liefern und montieren, dann können Sie zum Beispiel die Anfahrt, die Abfahrt und die Montage der Möbel steuerlich geltend machen, wenn Sie per Überweisung bezahlen. Bezahlen Sie nicht bar, bei Barzahlung gehen Sie leer aus, das wird nicht anerkannt. Aber auch wenn Sie jetzt einen Fensterputzer oder einen Maler in Anspruch nehmen, denken Sie dran, immer eine Rechnung und immer per Überweisung. Das sind so im wichtigsten die Positionen, die Ihnen als Rentner helfen, die Steuerlast zu senken. Das war jetzt erstmal, der Überblick ist doch ganz schön lang geworden. Wir sehen uns gleich nochmal. Ja, es ist ein heiß umstrittenes Thema, aber ich hoffe, meine lieben Zuschauer, ich konnte dem einen oder anderen die Augen öffnen. Nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter und sagen Sie sich nicht, na, mich interessiert es nicht, auf mich trifft es nicht zu, ich bin nicht steuerpflichtig. Also Ihr Grundfreibetrag, wenn Sie alleine sind, beträgt unter 10.000 Euro. Und ich kenne einige Rentner, die haben als alleinstehender Rentner über 30.000 Euro und da fällt natürlich eine Steuer an. Ich habe Ihnen das Beispiel in der Präsentation gezeigt, wo für 5 Jahre über 3.081 Euro waren es genau, zusammenkommen an Steuernachzahlung. Dazu kommen noch die Mitgliedsbeiträge für den Lohnsteuerhilfeverein, die Verspätungszinsen, die Säumniszuschläge, das weiß ich nicht, in welcher Höhe die Finanzämter das festsetzen. Ich glaube, das ist auch von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich. Jedenfalls erkennen Sie den Ernst der Lage. Wenn Sie zu denen gehören, die bisher noch keine Steuererklärung gemacht haben, kümmern Sie sich, nehmen Sie das Thema in Ihre eigenen Hände, beschäftigen Sie sich damit, damit es Sie nicht wirklich trifft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Für die Jahre 2016 bis 2019 betrifft, die können sich hier unter dem Video gerne, natürlich alle anderen auch, meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung sichern.
und die jetzt für 2020 sich interessieren, für die habe ich diesen Leitfaden, den Sie käuflich erwerben können. Auch hier der Link unter diesem Video für 9,99 Euro. Also ab 2020 hat sich ja nun ganz viel geändert. Da gibt es gleich drei Anlagen für die Rente und noch einige andere Veränderungen. Das wäre aber jetzt in diesem Video einfach zu umfangreich. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie gerne meinen Kanal, sichern Sie sich den kostenlosen Report oder holen Sie sich den Leitfaden für die Steuererklärung für Rentner. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.